Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig cooles Video. Mit dabei ist Anton, was geht? Moin und schreibt alle Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Anton und auch die Zuschauer, ihr seht, wir haben hier einfach mal ein richtig krasses Glücksrad. Da sind richtig krasse Aufgaben mit drauf. Und heute wird das Glücksrad 24 Stunden lang unser Leben bestimmen. Oh ja! Oh, du musst die kaufen. Anton, glatt zu rasieren. Ich habe sogar den Rasierer mit dabei. Anton, halt ihn fest. Halt ihn fest. Und die Sache, die dann hier kommt, zum Beispiel Mediamarkt, dann müsstest du mir, weil du gedreht hast, eine Sache beim Mediamarkt kaufen. Aber es gibt hier zum Beispiel auch Brawl Stars Account löschen, Haare abrasieren, dass du mir 500 € schenken musst oder ich dir. Oder dass wir Lumex anrufen und ihn verarschen. Also es wird ultra krass. Ich würde sagen, Anton, du darfst einfach mal als allererstes drehen. Und los. Boah, das ist ein guter Dreher, Anton. Oh, Smith Toys. Okay, Anton, dann müssen wir uns einmal auf den Weg machen und direkt einmal kurz zu Smith Toys fahren. Aber wir kommen hier gleich direkt wieder zu dir. Weil Alper ist hinter der Kamera. Warte, ich zeige euch ihn einmal. Hallo, Alper. Alper, du musst gleich danach drehen, ja? Wir kommen gleich wieder. Okay, Anton, zu Schmie konnten wir leider nicht, weil... Die haben uns wieder rausgekickt. Die wollten nicht, dass wir da drehen. Deswegen sind wir jetzt bei Kai Otto. Wir sind hier sogar nach Ladenschluss. Und bei Babu. Genau, wir haben hier gerade tatsächlich spontan noch was anderes gedreht. Können wir ein Knuscheltier kaufen? Du wolltest irgendwas und Theo hat mir auch einen Auftrag gegeben. Der meinte irgendwie, der hat hier Sachen hingelegt, die wir mitkaufen sollen. Ja. Hat er dir das auch gesagt? Ja, und Freddy. Wie gesagt, Freunde, wir sind hier bei Karl Otto und Delmenhorst. Hier ist Freddys. Das ist von Freddy? Ja, der wollte. Das wolltest du? Ja. Okay. Ah, Theo meinte irgendwie, dass er eine Nerf hingelegt hat und aufgemacht hat. Ist das richtig? Ist das die da? Hä? Ja, muss. Hä? Als ob die hier so random einfach rumliegt. Anton, damit musst du jetzt zur Kasse nur noch einmal fahren. Schön hupen, aber nicht, dass du gegen jemanden fährst. Oha, ah ja, du bist ja voll schnell. Einmal bitte bezahlen. Genau, auf deinen Nacken, ne? Auf deinen Nacken, Bruder. Überlege ich mir. Ja? Kevin, ich habe sogar jetzt eine Kreditkarte. Hä? Warte mal. Ich bezahle jetzt. Anton, das ist meine. Du musst mal die halten. Anton, das ist meine. Anton, du hast einfach meine Kreditkarte genommen. Ist das dein Ernst? Ja. Ich habe genommen, als du geschlafen hast. Ey, du 31er. Easy. Und jetzt? Wie gibst du jetzt den PIN ein? Mhm. Ja, hast deinen PIN vergessen, ne? Ja. Liegt vielleicht daran, dass das meine ist. So, dann gib mal wieder deine Kreditkarte her. Ey, meine. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben das ganze Spielzeug gekauft. Kriegst du einen L-Dance hier. Wir haben dreimal Squishmallow, richtig? Eine Nerf und ein Stitch-Dingsbums. Dann gehen wir zu Alper, oder? Ja. Beam dich mal zu ihm, spring mal hoch. Okay, wir sind wieder zurück. Dieses Mal, Alper, bist du dran. Und die Sache, die kommt, die musst du dann theoretisch machen. Oder du musst zum Beispiel mir etwas kaufen oder Anton etwas kaufen. Bist du bereit? Oder du musst dir die Haare abrasieren. Und los! Feuerwerk! Lol. Okay. Hammer. Ey, Anton, wir wollten sowieso noch zum Feuerwerkladen heute fahren, weil wir noch was für Silvester kaufen müssen. Das Video kommt, was ihr jetzt hier seht, kommt ein bisschen später. Alper, du kommst mit auf deinen Nacken, oder? Ja, auf meinen Nacken. Okay, Anton, wir beamen uns einmal kurz hin und dann kommen wir zurück und drehen weiter, ja? Ja. So, Freunde, wir sind jetzt bei dem Feuerwerkshandel. Ihr seht, großer Feuerwerksverkauf. Und Alper, du warst hier schon mal, ne? Ich war schon mal da, ja. Okay, Anton, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und Alper, du zeigst uns mal irgendwas Cooles, ja, oder? Klar. So, Anton, guck mal hier. Hier gibt es schon mal so ein paar Sachen, aber... Guck mal. Die können wir theoretisch kaufen, Alper und ich, ne? Ja, du aber nicht. Aber Anton, du darfst das nicht kaufen, aber es sieht ganz cool aus. Knallerbsen! Anton. Knullerbsen. Wir müssen halt gucken. Das müssen halt Sachen sein, die ab 9 freigegeben sind, ne? Okay, Anton. Was hältst du hiervon? Knatterblitze davon ein? Bum-bum-blitze. Nimmst du davon einen Knatterblitz in unser Einkaufswagen? Tu mal rein. Wann? Was haben wir noch so Irrlichter? Schau mal hier. Die alles. Alles? Ja, zwei davon. Zwei davon? Ja, weil die cool aussehen. Ja, komm. Knallerbsen. Ja. Oh, Knallerbsen, die knallen. Ja. Hier haben wir so eine Biene, 5 Stück. Die nehmen wir auch mal. Wie so eine Biene Lara. So, die Biene nehmen wir auch einmal. Zack. Okay, eine Sache nehmen wir noch. Alper, hast du eine Idee? Was nehmen wir noch irgendwie hier? Granata Cracking Balls. Ja, komm, die sehen geil aus. Nimm die auch noch mal mit. So, Anton, Alper hat jetzt hier alles gekauft. Was sagt man dann? Danke. Ja, bitte. Guck mal, das ist echt viel. Aber Anton, jetzt müssen wir auch wieder zurück. Wir müssen das nächste Mal drehen, ne? Ja. So, Freunde, wir sind wieder da. Feuerwerk war ganz cool. Ey, danke, Alper, ne, für die coolen Sachen. Gerne. Okay, und los. Oh, Fortnite kaufen? Leute, ich muss dir was in Fortnite kaufen. Oh ja! Okay, soll ich warte dir mal. Was sagen?
Was denn? Das wird teuer. Ey, wir machen das so. Alp, hast du mal dein Handy da? Ja. Weil dann fragen wir sonst Siri mal nach zufälligen Zahl zwischen 1 und... 100. 100, okay. Okay, warte. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 100. Oh nein, es hat nicht gesprochen, aber das ist 80. Ja, 80 Euro. Oh mein Gott, ey, Freunde, ich habe so verkackt. Gut, Anton, müssen wir einmal kurz zu mir nach Hause fahren und dann machen wir es an der PS5, ja? Ja. Okay, wir sehen uns gleich. Okay, Anton, wir sind wieder zu Hause. Herzlichen Glückwunsch, du hast hier die 80 Euro. Die lösen wir auf deinem Account ein und du schenkst mir die dann, ja? Also ich kaufe mir dann Skins. Guck mal, wie cool heute ein Skin ist. Oh mein Gott. Ja, Gockel. Oh mein Gott, wie viel V-Bucks habe ich eigentlich? Ich habe 600 gerade nur. Anton, ich würde sagen, als allererstes lösen wir mal ganz kurz die V-Bucks ein, oder? Ja. Warte, Freunde, ich schnipp's einmal kurz. Ah, Alter! Okay, jetzt darfst du dir eine Sache holen, Anton, ja? Ja. John Cena! Willst du das Paket? Ja. Hold John Cena! Mach du auch mal den Tanz? Kann das gar nicht. Okay, Freunde, die V-Bucks sind drauf, ihr seht das. Anton, wir fahren wieder zu Alper. Ja? Okay, Alper, wir sind wieder da. Anton, du bist dran mit drehen. Oh. Ey, Anton, wo ist Anton? Anton! Gib mal die Kamera, wo will der hin? Anton, ich krieg 500 Euro von dir. Anton! Anton? Ha! Bleib stehen! Anton, ich würde sagen, wir fahren mal zur Bank, dann holen wir Geld ab, ja? Nee. Doch, das freuen wir. Wir sehen uns im nächsten Cut. Wir fahren zum Geldautomaten, ja? Nein. Doch, doch, Anton. Geld guck mal, Alper will dir sogar Geld leihen. Anton, du kannst dich davor nicht drücken. Ja, okay. Geld leihen, Alper. Alper, ich nehm Geld von dir. Hä? Anton? Hä? Anton! Was macht der da? Anton, wir haben gesagt, zum Geldautomaten. Nee. Lass mir doch ein bisschen was da, bitte. Hä, was sind das denn, 500 Euro? Anton, ich will 500 Euro jetzt haben. Ja, das sind 500. Aber das Geld musst du iPad zurückgeben, ne? Nee. Zehnmal. 100, ja. 200, ja. 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400. 500! Anton, das ist aber nicht nett. Und was bleibt für mich übrig? Alper, du darfst das nächste Mal drehen und du kriegst das Geld, was hier drin liegt. Ja, aber das gehört doch eh Alper. Alper, was sagst du dazu? Du kennst ihn besser, Digga. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, du darfst jetzt drehen. Und die Sache, die kommt, die musst du dann machen, ich Anton. Ich hoffe, ich erwisch jetzt den Rasierapparaten, damit ich hier diesen Zipfel hier komplett wegmache. Ja, auf null. Auf null. Kopf auf Ei, Anton. Okay, Alper, jetzt bist du dran. Ich bin wieder dran. Let's go. Ich hoffe, ich zahl's jetzt heim. Oh, oh. Du musst ihm Lambo kaufen. Okay, mache ich gerne. Ich dir? Nein, 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 er dir. Ja, ich wollte schon immer ein Lambo. Ja, Anton, fahren wir Lambo. Ist mir egal. Wie? Hast du so viel Geld? Ja, habe ich easy. Guck mal, Alper, ich habe den Lambo gekauft. Wie? Bam! Bum! Boah, Alper, was sagst du dazu? Hier ist so ein richtig krasses Lambo-Logo drauf und Lambo, Anton ist jetzt einfach Lamborghini-Besitzer. Wenn du magst, dann schenk dir den Anton auch, oder? Ja. Alper, ich habe dich hops genommen, wir kommen gleich wieder. Nein, Spaß, den Ball halte ich doch. Und guck mal, der ist wieder grüne Frosch. Okay, bis gleich. So, du hast jetzt Alper ein Video von deinem Lambo-Auto geschickt. Der wollte aber ein richtiges Auto haben. Das ist doch gar nicht cool, Anton, ne? Ja. Ich hab mich voll gefreut gehabt auf 610 PS. Ja, und jetzt ist Alper wieder hinter der Kamera. Jetzt drehe ich mal. Ja, und dann mach machst du noch mal die nächste Aufgabe, wenn ich jetzt hier drehe. So, und los. Bro, ist das löschen! Anton! Okay, Kevin, machen wir. Okay, wir gehen einmal kurz nach Hause und ich lösche mal deinen Account, ja? Ich will meinen löschen selber. Du willst deinen selber löschen? Ja. Okay, machen wir. So, Anton, wir sind jetzt eben kurz zu Hause und ihr seht, ich habe hier Antons Handy. So, wo ist denn dein Bro, ist das? Guck mal, Anton, würde ich... Hat Maybrit gerade gerufen? Warte mal, ich komme sofort wieder. Yep, aber nichts machen, Anton. Ich lösche dein Handy gleich. Ich lösche dein Browser gleich. Bleib da genau hier so sitzen, ja? Ja. Ich mache jetzt einfach auf Kevins Handy. Guck mal, hier ist Ball. Ich kann euch das eben zeigen. Hier hat Kevin Ball noch. Und guck mal, Leute, jetzt sein erster 35er Brawler. Guck mal, was ich jetzt damit mache. Mit diesem Account. App entfernen, löschen. Und jetzt ist Ball weg. So, Anton. Warum hast du mein Handy in der Hand gehabt? Weiß ich nicht. Lass mal auf deinem Handy Ball spielen, ja? Du hast Brawl Stars gelöscht! Junge, wie soll denn das auf deinem Account löschen?
Bist du ein 31er? Wenn wir jetzt wieder zu Alper fahren... Gott, es kriegt nur 500 Pokale. Wenn wir jetzt wieder zu Alper fahren, pass mal auf, dann wirst du sehen, was passiert. Okay. Oh. Wir sind übrigens wieder zurück, Freunde. Du musst Lohm anrufen. Und dann? Ärger machen irgendwas. Soll ich Lohm veräppeln? Ja. Okay, du musst Freunde. Äppeln, du musst sagen, du spielst mit ihnen irgendein Spiel und dann machst du das und dann legst du einfach auf und dann machst du weg. Ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst, aber egal. Machen wir auch eben kurz zu Hause, weil ja. Wer gleich fahren ist. Deswegen die Aufgabe machen wir eben kurz bei uns und dann kommen wir gleich nochmal wieder, ja? Ja. So, Anton, wir sind zurück. Wir müssen jetzt Lohm anrufen, ne? Ja. Ich hoffe, der geht ran. Oh, nicht erreichbar. Hä? Warte mal, dann probiere ich mal jemand anders. Mach Crime. Crime? Crime. Crimec? Soll ich mal probieren, ob ich ihn erreiche? Was soll ich ihm denn dann sagen? Frag ihn, ob ich mal mit seinem Lambo auf der Rennstrecke fahren darf. Nein, frag ihn, ich komme jetzt zu dir nach Hause und kleid dein Roy Royce. Roy Royce? Roy Royce. Okay. Crimex geht auch nicht ran. Hast du noch eine Idee? Fällt dir einen YouTuber ein? Ich kann Wannabe anrufen. Soll ich Wannabe anrufen? Wannabe! Ich frage ihn mal, ob er mir seinen Fortnite-Account schenken kann. Dann rufen wir Pat an. Was sollen wir zu Pat sagen? Ich habe deinen Minecraft-Account gehackt. Nee, ich frage ihn einfach, ich hab deinen Minecraft-Account gehackt. Dann rufen wir Pukti an. Ich glaube, der geht ran. Und dann sage ich, ich hab seinen Hund geklaut. Der hat nämlich einen süßen Hund. Ja. Hallo, Pukti, na? Frohes Neues erstmal. Frohes Neues. Du, ich hab was für dich. Ja, hau raus. Ich hab Lou geklaut. Ich will 10.000 Euro, sonst kriegst du Lou nicht zurück. Nee, geht nicht. Doch, Lou ist hier gerade vor mir. Lou, fein. Mach's jetzt. Ja, ich hab hier Papa am Apparat. Die sitzt genau hinter mir. Nein, das ist eine Lüge. Ja, das ist eine Fake-Lou. Das ist Fake-Lou. Wir haben die echte hier. Kann nicht sein. Nee. Doch, guck, wow. Guck, hast du gehört, das war Lou gerade. Nee, das ist sie nicht. Die erkenne ich doch. Nein, Spaß, ich habe auch deine Frau geklaut. Die haben wir hier ins Ankleidezimmer eingesperrt. Okay. Willst du die nicht wieder haben? Nachher. Aber Lou willst du nicht wieder haben? Nee, die könnt ihr behalten. Wow. Guck, das war wieder Lou. Hast du gehört? Ja, sehr authentisch, muss ich auch gestehen. Ja, also 10.000 Euro, sonst kriegst du Lou nicht wieder. Okay, ich überweise dir. Junge, du bist toll. Danke, ciao. Okay, ja, Freunde, ihr habt's gesehen, es hat nicht ganz geklappt. Wir haben alle Leute angerufen. Wir gehen wieder zu Alper, oder? Ja. So, wir sind wieder da, Freunde. Mal sehen, was jetzt kommt. Du musst mir Takis kaufen. Bei Alper. Gib. Ich will die. Ich schenke dir die sogar gratis. Wieso willst du mir die gratis schenken? Du musst sie bezahlen. Alper ist hinter der Alper Kamera. Alper, darf ich ihm die schenken? Alper, denk. Du hast zu viel Geld. Ich wollte gerade sagen, Alper, denk dran, was er mit dir gemacht hat. Der hat mir gerade 500 Euro abgenommen. Und er hat dir keinen echten Lambo gekauft. Der hat dir nur so ein Video geschickt von so einem Spielzeug-Lambo. Und ich dachte, wir sind so. Ja. Ah, Mann. Ja, Anton, musst du schon bezahlen. Bam. Nicht rausnehmen, sondern reinlegen diesmal. Ja. Und gib, Ehrenmann. Ey, Anton, du bist der Beste. Ich danke dir, ja. Du bist danke ehrenlos. Für Takis. Nehme ich mir mit hier in meine Tasche und wir gleich nach Hause fahren. Anton, ich bin dran mit drehen. Und los. Mac ist dann nicht. Oh. Da steht da. Man muss ich nach Hause fahren. Da darfst du aber nicht zugucken, Anton. Geh jetzt kurz meine Freundin küssen, ja? Dann kommen wir nochmal wieder. Wir drehen nochmal. Du darfst ja gleich drehen, okay? Ja, ich kauf McDonald's. Maybrit, ja. Ich wurde jetzt extra nach Hause geschickt, um was zu machen. Muss ich Angst haben? Tschüss. 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 So, Maybrit, ich hoffe, du hast dich gefreut. Wir drehen wieder. Ich bin. Anton, du McDonald's! Anton, guck mal da! Ey, Mackes! Ah! Ja, aber auf deinen Nacken! Ja, auf geht's, Junge! Komm, bam! Und auf zu Mackes! Aber warte mal! Ja? Da steht immer bei McDonald's auf Mackes Nacken. Ach, auf Mackes Nacken heute, ja. Also auf deinen Nacken. Okay, nee, wir kommen gleich wieder, Alper. Wir drehen dann noch ein letztes Mal, drehen wir noch, ne? Ja, ich, oder? Nee, ich dreh, weil du hast ja gerade so Mackes gedreht. Nein! Wir kommen gleich wieder, Alper. Das war falsch. So, Anton, wir sind jetzt bei Mackes und du hast gesagt auf Mackes Nacken, ne? Also auf deinen Nacken. Ja. Also, auf geht's, wir gehen rein. Ich möchte Oreo, Triple Oreo möchte ich. Ich und auch. Ich möchte Triple Cheeseburger, alles auf deinen Nacken. Nee, Mackes. Guck auf
Mackes Nacken. Aber heute auf deinen Nacken. Nee, Mackes nicht. Weil Mackes Nacken ist ja vorbei. Es ist neues Jahr jetzt. Okay, Anton, jetzt wir gehen auf jetzt bestellen. Ich zeig dir jetzt, was ich nehme. Ich nehme Oreo. Nimm doch nicht den. Bäh. Magst du keinen Oreo? Mit Oreo, Oreo und Oreo. Mach mehr Oreo. Mehr Oreo geht nicht. Okay, das nehme ich schon mal. Willst du auch den? Willst du Cheeseburger? Ja, bitte, einen Cheeseburger. Und was willst du? McFlurry. Auch Triple Oreo? Ja. Okay, und was brauchen wir noch? Chicken Nuggets. Aber das sind die McPlant. Das weißt du? Das ist auch McPlant. Hä? Die da musst du nehmen, wenn du normale möchtest. So, und ich möchte auch noch eine Sache. Ich möchte noch einen kleinen Eistee. Okay, Anton, also auf deinen Nacken, ne? Meckes Nacken. Ne, ja, deinen Nacken heute. Meckes Nacken. Also, gib Geld. Kevin, ich zeig dir, wie man das jetzt auf Meckes Nacken macht. So. Hä? Anton! Als ob das so funktioniert. Lol, du hast es jetzt einfach auf Meckes Nacken bekommen. Dann lass mal zum Tisch, oder? Anton, wir sitzen jetzt am Tisch. Mach mal wirklich Klatsch, dass das auf Meckes Nacken ist. Hä? Alter, Anton, wo kommt das her? Digga, guck mal, wie fett Oreo die da reingepackt haben. Mir wird der. Alter, du hast sogar noch mehr Oreo. Junge, prüf mal, wie viel Oreo ist da drin, Alter. Ey, Freunde, ich würde sagen, wir fetzen jetzt erstmal ein bisschen Meckes Oreo. Und dann fahren wir wieder zu Alper, ne? Weil er wartet ja auf uns. Ja. Der Arme. Egal, wir essen. Okay, wir sind wieder da. Guck mal, welche Sachen hatten wir zum Beispiel noch nicht? Wir hatten noch nicht Rasieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel drehe, dann müsste ich dir eine Glatze rasieren. Dann hatten wir noch nicht etwas Verbotenes. Aber sonst Prime hatten wir auch noch nicht, Mediamarkt auch noch nicht. Komm, ich drehe einfach mal. Bist du bereit? Und los. Anton, guck mal. Da drüben. Ey! Hey! Anton! Du bist genauso kacke wie diese Packung. Anton, Glatze rasieren. Ich habe sogar den Rasierer mit dabei. Anton, du kriegst eine neue Frisur. Du kriegst eine neue Frisur. Bleib mal hier stehen. Anton, Anton. Halt ihn fest! Halt ihn fest! Nein! Ja! Jetzt! Nein! Oh, Anton, es geht schon ab. Ist schon ab. Guck mal hinten. Lügnerin. Nein, Spaß. Freunde, ich darf natürlich Anton nicht die Glatze rasieren. Weil ich glaube, dann würdest du auch aussehen wie ein Eierkopf. Und ich bin ja der Eierkopf. Ja. Aber das war's jetzt hier mit dem Video, oder? Und dann kriegst du so Bam von meiner Mama. Vielleicht siehst du total krass aus. Freunde, soll sich Anton wirklich mal eine Glatze rasieren? Nein, mach ich nicht. So, aber Anton, Kevin, du bist jetzt wieder das Ei. Ey, hallo, ey. Okay, Freunde, wir müssen gehen. Ciao, ciao, ciao.